Deutliche Worte beim Neujahrsempfang auf Wangerooge. Bürgermeister Dirk Lindner betonte nicht nur, wie wichtig es sei, eine Lösung bezüglich der Sandauffahrmaßnahmen auf der Insel zu finden. Auch das Thema Fahrwasser sprach er an. So sei das Fahrwasser nun zwar auf 2,25 Meter ausgebaggert worden, doch es müsse auch darauf geachtet werden, dass das so bleibt. Problematisch sei dagegen die Situation am Hafen Halesiel und der Zuwegung zum Hafen Wangerooge. Im Hafen Halesiel ist der Schlick absolut verhärtet, so Lindner. Die Sielhäfen möchten auf ihre Kosten die Häfen ausbaggern und das Baggergut auf den Klappstellen des Landes ausbringen.